Hey meine Freunde, willkommen zu einem kleinen Video. Heute packen wir mal die Aorus aus von Gigabyte, die GTX 1060. Und ja, weil meine alte Grafikkarte ist nun doch mit der Zeit jetzt mal ein zeitlicher gesegnet. Und von daher habe ich mir gedacht, da ich einmal das fast alles von Aorus habe, werde ich es mir jetzt auch mal von Aorus holen, die Grafikkarte. So, hier haben wir einmal, denke ich mal, das Papierzeug. Ah, vorsichtig aufmachen. Natürlich haben wir hier das Papierzeug. Was haben wir hier? Aorus Care. Ich schätze mal sowas wie eine Versicherung. Oder irgendwas zum Registrieren. Einmal die CD. Die Treiber-CD, denke ich mal. Gut, was haben wir noch? Dann haben wir einmal das obligatorische Papier. Und ja, das war's schon. Außer noch ein kleiner Sticker, den man ranmachen kann für sein Rechner. Na gut. Dann gucken wir uns mal den Star an von der Show. Das wäre die Grafikkarte selbst. Und natürlich nicht. Ich bin hier schon mal rangegangen. Habe schon mal hier hinten diese Klebung aufgemacht. Und da ist er schon. Na gut, dann werden wir mal uns gleich mal ansehen, wie diese sich in meinem Rechner so schlägt und wie das so allgemein dann aussieht. So, ich habe jetzt noch nichts weiter gemacht am Rechner, außer einfach bloß, ihr kennt es ja, die Platte abnehmen. Und ich werde jetzt hier live mit euch die sozusagen ausbauen. Denkt dran, immer wenn ihr am Rechner arbeitet, vorher euch ehren, weil ja, es passiert so schnell, dass ihr einen Kurzschluss irgendwie verursacht. Ist mir jetzt zum Glück selber noch nicht passiert. Aber trotzdem immer schön ehren, nicht dass es mal passiert. So, dann bauen wir natürlich jetzt hier die alte Grafikkarte aus. Ist jetzt die alte Grafikkarte von meiner Freundin. Eine GTX 1000, nee, eine GTX, na, was war es, 660 Ti. Ist ja nur 4 GB VRAM, von daher nicht gerade so zu empfehlen. So, wie immer hier unten die Plasterabdeckung wegnehmen. Und dann müsst ihr hier hinten gucken, welchen Port ihr braucht. Ich brauche zum Beispiel nur den HDMI-Port für mein Bildschirm. Weil ich aktuell leider wieder mit Single-Monitor fahren muss, wollen wir ja mit meiner Freundin auch ab und zu mal zusammen spielen oder etwas machen. Weil ihr habt ja mit, ihr werdet es wahrscheinlich noch mitkriegen oder habt es mittlerweile mitgekriegt, dass ich auch Tekken spiele mit meiner Freundin zusammen. Okay, die scheint zu sitzen. Mit meiner Freundin zusammen auf dem Server. Nein. Okay, also nochmal die Grafikkarte raus. Ja, da wissen wir schon, was gestört hat. Also ihr müsst beim Einbau dann auf alle Fälle diese orangene Abdeckung noch abnehmen, weil sie sonst nicht richtig reinrutscht, die Grafikkarte. Aber die anderen sollten ja eigentlich kein Problem sein. Ne, passt alles soweit. Und von daher, klack, hängt sie schon drin. Na, dann versuche ich es halt immer mit Hand anzusetzen. Ihr seht schon, die Grafikkarte ist echt größer als gedacht. Also ich habe jetzt so gerechnet mit, ja, einer etwas, jedenfalls wesentlich kleineren. Da ist diese Grafikkarte jetzt schon ein ziemliches Monster, was ich bekommen habe. Natürlich Standard übertaktete 1080 Ti, 1060, Entschuldigung, keine 1080, Mensch, Hunter verspricht sich halt auch oft. 1060 standardmäßiger und ja, die ist halt eben nur normal übertaktet, was sie ja mittlerweile aber auch alle anbieten. Und von daher, ja, mal sehen, was sie so für eine Leistungswerte bringt. Was ihr allerdings braucht, ist ein zu 8 zusammengesteckten Grafikkartenanschluss, also ein Stecker hier.
Und da werde ich natürlich versuchen, den Hauptstecker hier zu nutzen. Zack. Oh, und? Ja. Zack, zack, zack. Achso, so rum zusammen. Ja, aufpassen hier, wie rum ihr den zusammenhaltet. Denn ich hatte es auch gerade gehabt, ich habe den gerade falsch rum zusammengehalten. Und daher hat er gerade nicht so wirklich gepasst gehabt. So, damit wäre sie ja schon eingebaut. Und ich würde sagen, ich schiebe jetzt die Platte wieder rauf und dann schiebe ich noch ein paar Benchmarks hinterher. So Leute, hier sind wir auch schon bei Cinebench R15 und den Benchmark habe ich natürlich gleich durchlaufen lassen. Dabei habe ich einen Score von 144,44 erreicht. Nutze natürlich meinen i7-7700K und die GTX 1060 von Aorus. Und ja, dann springen wir gleich mal zum nächsten Benchmark. Hey Leute, hier sind wir bei einem kleinen Benchmark. Ich nutze da aktuell den Suppression Benchmark und auf 4K optimiert. Ich habe dort 4136 Punkte erreicht, minimal 25,3 FPS, maximal 39,09 FPS und die Mitte davon ist ungefähr 30,94 FPS. Ja, die minimalen Temperaturen, die ich erreicht habe, waren 42 Grad. Und die maximalen Temperaturen waren 62 Grad. Ja, diese minimalen Temperaturen hatte ich auch nur erreicht, dadurch, dass ich vorher schon den Benchmark, den Cinebench R15 durchlaufen haben lasse. Und ja, den 4K-Benchmark musste ich hauptsächlich dafür nehmen, damit ich hier überhaupt meine Grafikkarte voll auslaste. Ja. Ich habe ein Intel Core i7-7700K noch standardmäßig, 16 GB RAM und eine GTX 1060 6 GB von Gigabyte. Windows 10 und ja, ich finde es recht schön, diese Grafikkarte, da ich sie auch aktuell nicht voll ausnutze und sie auch eigentlich relativ ruhig läuft. Und ja, so, jetzt zeige ich euch noch kurz das Programm. Dieses habt ihr nämlich gleich dazu, zu der Grafikkarte. Das ist eine Gigabyte Aorus. Und ich habe jetzt nur zum OC-Mode, den OC-Mode an, wegen den Benchmarks. Tja, sonst habe ich immer die Silent Modes an. Und natürlich auch nicht Fan Active, sondern Fan Passive. Und ja, eigentlich von der Sache her, die Grafikkarte macht ihr Ding. Und ja, Fan Passive, also eigentlich laufen die Lüfter bei mir kaum, wenn überhaupt, an. Da ich die Grafikkarte gar nicht so sehr auslasten kann mit meinem einen Full HD Bildschirm. Jo, was kann ich noch zu der Grafikkarte sagen? Sie ist sehr leise, auch wenn man sie unter Last setzt. Und natürlich, sie passt perfekt mit meiner Grafikkarte, mit meinem Mainboard zusammen, da es beides Aorus Modelle sind. Gut. Dann, wie immer, möchte ich mich natürlich sehr herzlich bei euch bedanken, dass ihr zugesehen habt. Wie immer, liken oder abonnieren ist sehr gern gesehen. Vom Benchmark her, ihr könnt natürlich auch selber mal ausprobieren und eure Ergebnisse unten reinschreiben. Mich würde auch sehr interessieren, was ihr für eine Systeme nutzt. Und wie immer, Ade Bosche.